feuchter Halbschatten. Hier warten sie auf ihre Mahlzeit. Die werden aufgestört durch den Geruch, den ich verbreite, durch das Kohlendioxid in meiner Ausatmluft. Gerhard Dobler ist den Zecken auf der Spur. An Gehölzrändern und Gräsern bis gut 1 Meter Höhe. Sie lassen sich abstreifen, weil sie Blut suchen. Sie befallen hauptsächlich Stellen mit dünner Haut, mit feuchter Haut. Das sind also die Gelenksbeugen, das ist die Leistenbeuge. Auch unter der Brust, unter den Achseln, bei Kindern gern am Kopf. Das Problem, Zecken übertragen 2 gefährliche Krankheiten. Die eine ist Doblers Forschungsgebiet. FSME. Frühsommer-Meningoenzephalitis beginnt wie eine Sommergrippe und kann tödlich enden. Und FSME ist wohl auf dem Vormarsch. Inzwischen tragen in Bayern und Baden-Württemberg in fast allen Landkreisen rund 1% der Zecken das Virus in sich. Also wenn wir uns die Daten der letzten 15 Jahre anschauen, dann sehen wir, dass die Erkrankungsfälle in Bayern tendenziell zunehmen. Behandeln lässt sich FSME nicht. Aber es gibt eine Impfung. Doch nur etwa 1/4 der Bayern hat sie, oft auch noch unvollständig. Die 2. gefährliche Zeckenkrankheit, Borreliose. Hanjörg Weiß kann sich an keinen Zeckenstich erinnern, aber er hat diese seltsame Stelle an seinem Bein. Ich habe gesagt, das vergeht wieder, wie eine andere Rötung auch. Aber es ist doch dauerhaft irgendwo feststellbar gewesen. Auch mit Nebenwirkungen, dass das Bein quasi angeschwollen ist. Der Zeckenstich selbst liegt vermutlich Jahre zurück. Die Symptome jetzt erkennt erst der 4. Arzt. Spätstadium einer Lyme-Borreliose. Inzwischen nimmt Weiß Antibiotika. Ohne Behandlung würden die Bakterien Haut und Nerven an seinem Bein langsam zerstören. Lyme-Borreliose beginnt oft 1 Woche nach dem Stich mit einer breiten Röte. Klingt ab und meldet sich später zurück. Mit Hautsymptomen, Gelenkschwellungen oder einer Nervenentzündung. Das macht sich bemerkbar mit extrem heftigen nächtlichen Schmerzen. Also Sie können sich vorstellen, wie eine Ischias-Einklemmung, aber nachts. Was also tun gegen Zeckenstiche? Erstens vorbeugen. Die gängigen Abwehrmittel wirken durchaus, aber nur wenige Stunden. Am wichtigsten nach der Natur gründlich absuchen. Borreliose-Bakterien werden erst nach 8 bis 12 Stunden Blutsaugen übertragen. Zweitens also Zecke schnell entfernen. Mit Pinzette, Zeckenkarte, notfalls den Fingernägeln. Keinesfalls Öl oder Kleber drauf tun, einfach nur ziehen. Und drittens behandeln. Auf Rötungen, Schwellungen oder grippeähnliche Symptome achten. Denn zumindest Borreliose lässt sich mit maximal 4 Wochen Antibiotika vollständig heilen, wenn sie rechtzeitig erkannt wird.